Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier auf meinem Kanal. Und ja, ich habe mir hier mal ein Elektroauto gegönnt. Wir sind hier unterwegs in einem Tesla und wir gucken uns mal unsere Felder an. Wie die aussehen. Ich habe natürlich wieder keinen Lenkwiderstand, ne, wie üblich. Deswegen fahren wir hier auch mal einfach quer durch die Botanik. Ich hätte ihn auch in Racing Red nehmen können, aber dann tut er tatsächlich in den Augen weh. Ich habe heute während der Arbeitszeit den Server laufen lassen nebenbei. Und wir sind damit jetzt auf die, ja, ich glaube auf die nächste Saison schon gekommen. Wir haben jetzt später Sommer. Das Feld da ist nicht unseres, da brauchen wir gar nicht nachgucken. Genau, hier ist es nämlich jetzt erntereif. Und hier will ich vor allen Dingen mal gucken, ob wir hier mit dem Drescher drauf müssen oder ob das ganz normal abgemäht wird. Das weiß ich jetzt, ich habe dazu nichts gefunden. Auf jeden Fall können wir das vom Feld schon mal runterholen, auf jeden Fall. Den Möhrchen auch mal gucken. Die sind noch im Wachstum. Wunderbar. Dann könnten wir eigentlich mähen, beziehungsweise mal versuchen, dann mit dem Drescher drauf zu gehen. Ich bin mir echt nicht sicher. Weil bei dem Ackergras, da kann man ja was verkaufen. Ich muss mal mein Mikro näher ranziehen. Sonst ist das, ne? So, wie sieht's denn hier aus? Wieso Baumwolle abgeerntet? Hä? Ich hab nichts geerntet. Seid ihr blöd oder was? Ich glaube, takt. Nichts haben wir abgeerntet. Weizen. Alter. Baumwolle. Wie soll denn das schon abgeerntet sein? Hier hat kein Mensch was dran gemacht. Mogeln wir ein bisschen. Gibt es schon Baumwolldiebe, ey. Unglaublich. Also ich habe nichts abgeerntet, definitiv nicht. Ich wüsste nicht, wer das gewesen sein soll. So, was ist hier los? Frucht hat gekeimt. Wie lange will denn der noch wachsen? Wir haben Sommer. Hallo? Also irgendwas läuft hier grundsätzlich schief, würde ich mal behaupten. Ja, wie sieht denn das jetzt aus mit dem... Mit diesem... Was war denn das jetzt? Pferdegras? Mit Drescher oder... Was meint er? Bin mir gerade selbst nicht sicher, aber wir werden es probieren. Wenn hier nochmal einer die Baumwolle klaut, liebe Leute, ne?
Wenn der jetzt verfault gestanden hätte, dann hätte ich das ja noch verstanden. Aber abgeerntet? Hui. Aber ich befürchte, das werden wir ganz normal ernten müssen, schätze ich. Wo ist denn unser Drescher überhaupt mit dem? Weil es kann ja sein, dass es ähnlich ist wie beim Ackergras, ne? Das ist jetzt auch wieder schön. Der hat sich so weit an die Wand geruckelt, dass wir da gar nicht mehr drankommen. Das eine willst du, das andere musst du. Übrigens, ne? Däumchen werden Träumchen. Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt auf meinem Kanal. Und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. So, ist das auch gesagt. Wir fahren hier jetzt einfach mal drauf. Genau, das ist nämlich erntereif. Wir holen uns jetzt unseren kleinen Elektrotraktor und versuchen mal, das Mähwerk daraus zu ziehen. Ist ja relativ winzig. Der kommt eigentlich überall rein. Das ist ja schön an diesem Ding. Mit dem kommst du echt in den letzten Winkel, ne? Gucken, ob das klappt. So, Bundesstraße. Augen zu und durch. Wenn es knallt, haben wir Pech gehabt. So. Sei es drum. Aber ich denke, das wird ganz normal gemäht werden müssen. Das kann ich mir jetzt nicht anders vorstellen. Guck mal, als wenn wir den da mit reingefahren haben. Ich kann es nicht mal mehr sagen, ne? Geht. Perfekt. Jetzt hängen wir irgendwo an der Wand fest. Aber wir ziehen einfach mal kräftig, solange wie er sich bewegt, mal irgendwas richtig. Wenn er sich nicht mehr bewegt, nicht mehr. Wie sich das Ding dermaßen in der Wand festkeilen kann, ey. Aber jetzt ist er, glaube ich, draußen. Kann das sein? Oder auch nicht.
Also einfach ist das nicht. Wo hängt er denn nun schon wieder? Meine Fresse, ne? Es kann doch nicht so schwer sein, so einen blöden Anhänger hier rauszuziehen. Zumal du hast ein Gewicht vorne dran, mein Freund. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Da werden wir mähen müssen. Ganz normal. Schätze ich. Es sei denn, es ist wirklich eine von dieser Sorte, wo man sagen kann, okay, da kannst du was von abernten. Aber man kann es ja mal probieren, ne? Muss man nicht so viel kaputt fahren. Würde mich wundern. Ja, ich habe keine Erfahrung. Das ist irgendwie eine neue Fruchtsorte oder sowas. Moment, okay. Dresche nicht, wenn die Kulturen zu nass sind. Das heißt, mit anderen Worten, das Zeug geht mit dem Drescher runter. Was haben wir denn hier überhaupt? Das ist jetzt Weidegras. Wir haben 22%. Ich glaube, wir müssen auf... Auf was müssen wir denn runter? Und S. Steht hier irgendwas drin? Nee. Ackergras. Weidegras. Also könnte jetzt auf jeden Fall geerntet werden. Das ist dann für die Viecher. Die Frage ist, wie hoch darf die Feuchtigkeit sein? Okay. Test nochmal. Fahren wir mal auf 14 Uhr hoch. Oder auf 12 Uhr erstmal. So. Ah ja. Okay. Gut.
Okay, also das Zeug hier nicht mit dem Drescher. Das wird nichts. Das heißt, wir gehen beim nächsten Mal mit dem Dingens da drauf, mit dem Big M. Und bis dahin verabschiede ich mich von euch und hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Tschüssi.